Hopp. Und alle sind nicht wenig aufwendig. Das ist echt ungünstig. Weil aufwendige Ideen dauern immer so lang, weil sie, ja, aufwendig sind halt, ne? Das ist jetzt echt, nicht so ganz gut. So. Okay, da ist einmal Erde. Ne, so kurz haben wir Erde. Wie weit ist in die Richtung noch? Oha. Gott, ist das Ding weitläufig. Dieses Sandloch, du meine Güte. Das ist ja megamäßig weitläufig. Oh je. Ja. Ich hoffe, ich konnte ihm behilflich sein, Kuh. Letztendlich rausgefunden haben. So. Okay. Da ist mir schon wieder die Schaufel kaputt gegangen. So. Das ist doch an sich schön, oder? Gut, das Loch jetzt hier nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich von der Idee halten soll, hier das Feld anzubauen. Aber irgendwo wird es sowieso stehen. Weil ich genau weiß, dass ich es umsetzen werden will. Dafür kenne ich mich leider zu gut. Mit meinem Bauwahn. So. Dann die Damm. Ach, sieh mal einer an. Wir sind schon gerade tatsächlich am Ende des Ganzen hier angekommen. So. Wow. Hat auch diese einzelne kleine Erdding. Auch wieder so merkwürdig. Ich hoffe jetzt übrigens auch inständig, dass wir dann auf der dass das halt mit dem Spawnpunkt auf dem Half-Slab funktioniert.
Alter, ist jetzt nicht gerade ganz der Bock hoch. Von dem her wird spannend. So. Dap-di-dap. Das war richtig motivierend jetzt, oder? So. Auf jeden Fall sage ich zu oft so. Genau. Deswegen habe ich den Vorschlag, dass ich das probiere, einmal zu ändern, während ich hier in der Sandgrube spiele. Wie es wohl aussehen würde, wenn man in Minecraft eine Sandburg baut. Ich glaube eher schwierig, weil Sand hier nach unten fällt. Könnte statisch interessant werden. Was man vielleicht noch am ehesten schaffen können, wäre eine schöne Pyramide von Gizeh, die in sich zusammenfällt, sobald man einen Block abbaut. Das wäre bestimmt mal spannend. So. Jetzt habe ich schon wieder so gesagt. Ach Mann. Das wollte ich doch eigentlich nicht. Dann halt definitiv. Genau. Au. Jetzt wird es auch mal wieder hell. Alter, ist der Sand grell, wenn es hell ist. Ha, es hat sich gereimt. Ich sollte dichter werden. Oh je. Es ist schon kommen, dass ich das Huhn genau zweimal. Yeah. Genau zweimal vor allem. Es ist einmal dann gewonnen. Das heißt, am noch. Ja. Danke für den Tod. So. Eieieiei. Jetzt hab ich. Mein Gott, ey. Ich bin so unkreativ heute. Mit meinen Worten. Das ist sehr schade. Wenn nur noch eine angemessene Eloquenz kommt, es auch zu einem hohen Sprachniveau. Wodurch das Ganze hier allgemein erst schön wird. So, vom Gesagten. Denn ich habe mal gehört, je mehr man redet, desto mehr spricht man auch und desto mehr zusammenhängende Sätze könnten dabei entstehen, die den Unterhaltungsfaktor enorm steigern, als wenn man nur die ganze Zeit so sagt. Ja? Das ist doch nicht so richtig Unterhaltung und deswegen probiere ich das auch zu vermeiden. Aber das gelingt irgendwie gar nicht im Moment. Warum kann ich nicht genau sagen? Auf jeden Fall dürfen wir ja dann auch feststellen, dass wir bald keine Schaufeln mehr haben. Was natürlich sehr schade ist, da wir dann neue machen müssen. Was im Allgemeinen mit Arbeit verbunden ist. Und dementsprechend halt auch doof. Ne? Also. Nein, Spaß. Man merkt mir schon, dass ich am Anfang wirklich fast direkt schon mit einem der tiefsten Punkte rausgesucht habe, um die Tiefe zu definieren. War jetzt vielleicht nicht so mega der Schachzug. Aber ja, gut. Ich mein. Okay, letzte Schaufel. Kommen wir damit bis zum Ende? Ich weiß es nicht.
Wir müssen es ausprobieren. Oder ich messe ab, berechne das Ganze mit der Haltbarkeit und... Warte, das ist doof, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie viel ich schon abgebaut habe. Ich sag, wir schaffen es nicht. Aber selbst wenn, ist es ja nur halb so wild, weil wir mehr Fackeln. Und sind wir mal ehrlich, damit würde das sowieso viel schneller gehen. Ne? Hey. So. Wie gesagt, es geht halt wirklich schneller damit. Was halt schon etwas blöd und eigentlich traurig ist. Hilf! Ich finde interessant, ob wir damit bis zum Meer vorkommen könnten mit den Feldern, wäre eigentlich auch mal eine interessante Sache. Allerdings glaube ich nicht, dass das noch nicht gut aussehen wird. Also nicht wird, sondern würde. Deswegen Schaf, Schaf, Schaf. Danke. Na, mir tut mein Auge gerade etwas weh. So. Verdammt! Ah, jetzt habe ich es doch wieder gesagt, aber es war eine beachtlich lange Zeit dazwischen, glaube ich. Wir spazieren jedenfalls zu diesen Schafen und, ja, machen einmal Klops und dann sind sie nicht mehr so wollig wie vorher. Dafür ist unser Inventar wolliger ausgestattet und das ist doch im Allgemeinen schön. Leider sind die Schafe nicht sonderlich klopffreundlich, war das schon. Danke, dafür kriegst du auch gleich mal mehr Hiebe. Hey, 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 ich verprügel dich. Ah, ich verprügel das und da vorne sind gleich vier neue. Das ist Natur, ja? So funktioniert Vermehrung. Oh, oh, warte. Nein, so funktioniert keine Vermehrung. Das wäre zu schmerzhaft. Es soll ja Lebewesen geben, da ist das Weibchen, das Männchen nach dem Paarungsakt auf. In Klammern Gottesanbeterinnen zum Beispiel. Die vergöttern ihren Mann erst und danach essen sie ihn. Können wir froh sein, dass wir keine Gottesanbeterinnen sind. Und auch keine Gottesanbeter, falls das überhaupt... Hey, wow. Ah ne, ich dachte schon, wir haben einen ganzen Stack direkt rausgekriegt. Ist ja ein zu großer Zufall gewesen. Das ist aber im Allgemeinen hier doch etwas interessant, denke ich mal. So. So, ach. Ja. Das wird definitiv interessant werden. Vor allem, wie man da wieder rauskommt. Na gut, das mache ich alles wann anders, weil... Jetzt mache ich erstmal wieder eine Aufnahmepause. Ich gebe zu, die Session war jetzt nicht so extrem lang. Ist aber dafür wesentlich angenehmer. Weil man dann nicht so extrem hardcore müde wird. Als wenn man so 4,5 Stunden... Alles über 2 Stunden ist echt teilweise anstrengend. Und deswegen saven wir und quitten wir. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.